10 Abonnenten. Meine liebe Community, vielen, vielen Dank für 10 Abonnenten. In diesem Video möchte ich einen kleinen Einblick in das Bauen von einer Welt machen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und zwar, ich habe mal einen Projektserver, auf dem ich Projekte mit Freunden baue. Und wie ihr euch darauf connectet und alles weiter, erfahrt ihr nach dem Intro. Hey meine lieben Minecraft-Freunde, wir sind jetzt hier nach dem Intro angelangt und zwar seht ihr etwas, wo ihr denkt, hä, was ist das? Der eine oder andere erkennt es vielleicht schon, das ist eine Minigolf-Map. Die baue ich jetzt gerade zusammen mit Salatrian, einem guten Freund von mir. Und zwar, ihr könnt hier jederzeit zugucken, wenn der Server online ist. Der ist, wird nicht immer online sein, ist ein Aterno-Server, weil ich habe jetzt gesagt, ich will dafür noch kein Geld ausgeben und ein Aterno-Server reicht aus. Und zwar, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie komme ich denn auf diesen Server? Und zwar habe ich das hier schon mal gemacht. Löschen, Server hinzufügen. Dann gebt ihr den Servernamen ein. Ich mache es auch mal Sit. Dann, und dann hier bei der Serveradresse tdc baut.aternos.me. Genauso. Klickt auf Fertig. Und wenn es klappt, müsst ihr jetzt hier unten auf dieser Server sein. Wenn ihr drauf schaut, ihr habt keine Berechtigung, euren Spielmodus zu ändern, es sei denn, wir erlauben es euch natürlich. Und das, ihr könnt dann hier im Game Mode 3 zugucken, wie wir was bauen. Und wenn ihr Berechtigung habt, könnt ihr auch im Kreativ- oder Survival-Modus irgendwas bauen. Oder wenn wir irgendwas testen. Dann, jetzt wisst ihr schon mal, wie kommt man drauf. Wichtig ist, der Server ist in der 1.14.2. Dann, wenn ihr mal mitmachen möchtet, weil ich sage so, ja, ich möchte mitmachen, dann geht ihr nicht in OBS, sondern geht ihr in euren Browser. Gebt oben ein ist is.gd/tdc mitmachen. Dann drückt ihr Enter und dann müsst ihr fast sein. Teilnehmen. Wie lautet der Minecraft-Name? Warum möchtest du mitmachen? Achso. Bist du auf dem Discord-Server? Ja, ihr solltet drauf sein. Wenn nicht, müsst ihr zu einem Tritt bei. Kennst du die IP des Servers? Ja, kenne ich. Weiter senden. Und ihre Antwort wurde gesendet. Das heißt, ich habe sie jetzt empfangen. Und wenn ich jetzt mal auf weitere Antworten senden gehe, dann hier oben auf Bearbeiten, auf Antworten. Antworten werden geladen. Und jetzt kann ich hier das genau sehen. Wieder ein Minecraft-Name, warum möchte ich das mitmachen? Also, gut, jetzt könnt ihr entscheiden. Ja, ihr seid drin. Dann würde ich nämlich hier machen, halt. Einzelansicht, genau, das brauchen wir. Löschen, dann wird euer Ding gelöscht. Und dann mache ich slash op und dann würde ich euch hinzufügen, wenn ihr gerade auf dem Server drauf seid. Der Server ist, wie schon gesagt, nicht 24/7 online. Geht auch nicht. Jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in das, was es hier gibt. Game Mode Survival. Und zwar wäre das noch sehr Sinn, wahrscheinlich Adventure. Keine Ahnung. Wird es wahrscheinlich so sein. Ihr könnt einen Minigolfball bekommen. Wenn er hier ist, wird nicht viel passieren. Allerdings, wenn er zum Beispiel auf den Rasen geht, dann stirbt das Hühnchen und droppt ein Ei. Ihr könnt es dann ebenfalls auch hinstellen. Und ins Ziel schlagen und es erscheint eine Feuerwerksrakete und ein Spawn-Ei. Dann wieder was nicht funktioniert, ist, dass der Ball abprallt. Das haben wir noch mal. Wir wissen noch nicht, ob wir es hinbekommen. Und zwar können wir nämlich hier schlagen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt einen weniger starken Schlag, dann nimmt er einfach nur die Hand. Und zack. Das ist die bisherige kleine Minecraft-Map. Kommt auf meinen Server drauf. Ihr könnt natürlich auch mit chatten, assassin und alles. Ja. Ich freue mich, beziehungsweise ich bin Salatrian, ich denke, er freut sich auch. Wir freuen uns darauf, wenn ihr hier mal dabei seid. Vielleicht werden wir sogar machen, dass der Standardspielmodus Adventure ist. Game Mode Adventure, das heißt, ihr könnt hier nichts abbauen, ihr könnt nichts abbauen, aber ihr könntet theoretisch Minigolfbahn testen. Und so weiter und so fort. Wir haben auch noch keinen Shop eingebaut, das ist noch relativ, ja, wir sind noch am Anfang vom Projekt. Und wenn das Projekt fertig ist, dann kommt ein richtiges Video dazu, wo wir alles vorstellen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz.
Und zwar, das müsst ihr jetzt auch sehen. So, gehe ich auf aternus.org, Optionen. Und dann mache ich Spielmodus, damit man euch auch so ein bisschen sehen kann. Adventure. Spielmodus wird natürlich erzwungen. Hier kommt später noch ein Ressourcenpack rein. So, speichern. Dann kann ich einfach mal gerade machen. Server neu starten. Zack, Server closed. Ja. Das war ein kurzes Video über meinen Server. Über mich. Und ja. Macht's gut. Bis hoffentlich beim nächsten Mal. Und ciao, Leute.